Wobei, täuscht das gerade oder sieht das jetzt mal viel, viel besser aus? Sieht besser aus, oder? Ich finde schon. Noch so ein bisschen mit energischeres. Hm. Lass mal so mal so. Gucken wir mal, wie das beim Rendern dann sich auswirkt. Du bist gefangen. Komm, ich möchte mal nicht so sein. Ich bin jetzt für Tiere. Natürlich am meisten, wenn sie in der Pfanne liegen. Schmoren. Gut, ja, dann gehen wir mal wieder zurück. Können wir den Weg jetzt noch finden. Aber das können wir uns auch mal hier. Halt mal kurz. Koordinaten. Das war also 300, 270. Okay. Coole Sache hier. Ist so eine ganze Ecke bis zu uns dahin. Oh, hier guck mal ein Ei. Kriegt man da nicht Eier, wenn man die schlachtet? Federn nur. Ja, okay. Federn sind jetzt auch nicht so schlecht. Na, gucken wir da mal noch ein Ei. Da haben wir schon mal 3 Hühnereier. Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht mal was rauskriegen oder nicht. Na, guck mal. Hat man jetzt schon mal Tropenbäume? Ich glaube nicht, wa? Ganz an mir vorbeigegangen, dass wir hier Tropenbäume hatten. Krass. Ich mag die ja, wieso? Die sehen irgendwie schön aus. Dann holen wir uns hier mal ein paar Ressourcen, die wir dann bei uns irgendwann mal verarbeiten können. So, machen wir mal. Setzling. Ne, das ist Eiche, das ist kein Eichensetzling. Ich möchte hier gleich so Tropenholzzeug. Wurde das hier abgeschlossen? Ne. Da hätten wir, glaube ich, eine Schere mitnehmen müssen, oder? Hm. Was ist denn das hier für ein Baum? Setzling rum. Tropenbaumsetzling, da haben wir ihn doch. Na, und dann eiern wir jetzt wieder schnell nach Hause. Nur zu Hause ist am schönsten. Hoffen wir überhaupt in die richtige Richtung. Mit X entfernen wir uns. Mist. Jetzt müssen wir da. Ich suche nämlich jetzt, da ich ja weiß, dass der Spawnpunkt nicht weit von mir ist. Wenn man den Spawnpunkt wieder. Bin ich jetzt hier schon wieder richtig verfranst. Was soll's? Was ist denn hier gesehen? Noch eine Blume. Hm. Sah so anders aus. Heute so dicht. Ist ja unheimlich. Ah, hier seht ihr, haben wir noch ein bisschen Kakao. Damit können wir auch, glaube ich, braun färben, wenn ich noch so richtig in Erinnerung habe.
Also, ich will doch nur nach Hause. Ja gut, der Wald war jetzt wirklich die denkbar schlechteste Idee. Was habe ich da eingesammelt, weil ich nichts gesehen habe? Was soll's? Oh, guck mal, eine Blumenwiese. Ich glaube, der Berg ist ja, den wir mal sehen. Und so aus. Oder? Schauen wir mal. So, warte mal kurz, eine Pause. So, und weiter geht's. Ach, guck mal, unten gab es einen Lavastrom. Nee, hier entfernen wir uns wieder. Das heißt, wir müssen in die Richtung. Oh Mann, ey. Blub, blub. Ja, ist klar. Immer auf die Fresse hier, wisst ihr? Das ist so deprimierend. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir an so einem hohen Berg hier vorbeigekommen sind. Ja, also bis auf den Händen, wo ich gesagt habe, ist interessant, aber. Das sieht doch schon mal gut aus hier. Oh. Schon wieder verläuft die Fresse. Was soll eigentlich immer dieses Zuggeräusch da nebenbei? Das ist ja richtig gehend krank. Ich sag nicht, dass ich jetzt hier wieder an dem Berg bin, an dem ich vorher war. Bin ich wirklich in die falsche Richtung gelaufen? Oder bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Scheinbar bin ich im Kreis gelaufen. Oh, nicht schlecht. Aber wenigstens mal von der Welt gesehen. Peinlich. Naja, was soll's. Gehen wir hier wieder runter. So. So, jetzt rennen wir aber. Sehr gut. So ein Pferd wäre jetzt nicht schlecht. Guck mal, da haben wir ein Pferd, aber wir haben keinen Sattel mit. Schade. Eine Leine haben wir auch nicht. Da können wir uns mal merken. Hier sind Pferde. Wartet. Achso, dann haben wir ja 174, 479. So, wir laufen jetzt hier schon wieder. Aber wo ist ein Z hier? Z ist. Ist das? Das ist X. Das ist. Z. Das ist von da hinten gekommen. Okay. Also eine Karte wäre doch nicht ganz schlecht gewesen. Merke ich gerade so. So, dann machen wir hier eine kleine Schwimmanlage.
Rips, 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 rips. So, du kriegst ja schon wieder Minus. Was ist denn das da? Ach ja, natürlich bin ich voll stressen heute. Guck mal, da steht ein Pferd. Einsam da rum. Nee, hier fahren wir komplett falsch. Ach ja, das Orientieren ist hier gar nicht so leicht, finde ich. Vor allem so eine Karte. Oder Minimap. Also, ich glaube, ich muss mir noch meine Mod installieren, wo wenigstens die Minimap da mal zu sehen ist. Da wir jetzt so weit gereist sind, können wir jetzt auch mal entspannt den Sonnenaufgang uns angucken. So, ohne mich einzeichnen. Wie schön auch im Sonnenlicht die Welt aufploppt. Richtig cool. Nennen sie schon Wüste. Das ist ja unsere Wüste. Tempel? Da haben wir einfach richtig den Kreis gedreht, ja? Da ist ein Dorf auftaucht. Taucht kein Dorf auf. Und davor, wenn ich mal da alle sind. Mann. Was haben wir noch ein Tempel gefunden? Naja. War nicht schlecht. Sag mal. Kann doch nicht so viel Wüste sein. Renn, Freundchen, renn, aber renn um dein Leben. Guck mal, hier gibt's Lava. Jo. So viel zum Thema, wir orientieren uns am Spawnpunkt. Der ist doch nicht wahr, oder? Das Problem ist ja, dass eigentlich der Punkt, an dem man in einer Welt eintritt, 0,0 ist. Bei 0,0 waren wir ja an so einem Waldrand. Das ist natürlich unnütz für einen Kompass mit. So, jetzt haben wir hier Z. So gehen wir mit Y nach 0. Dann mit X nach 0.
Aber hier habe ich die Karte nicht angefangen. Dupti-dupti-dumm, was machen wir jetzt? Was ist da hinten? Hier ist auch nicht die Windschiefhütte. Jetzt haben wir ja ein Problem hier. Alter, aber Alter. Ja, dann mache ich jetzt erstmal Schluss. Gucke mir jetzt Video rückwärts an und sehe dann ja den Weg, hoffe ich mal. Euch erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich denke mal, da werde ich dann auch an sich beim Karten den Schnitt machen. Weil das frustriert mich ja jetzt hier ein bisschen, ne? Bin mir jetzt gerade nicht so im Kopf. Naja, was soll's. Euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.